Grüner Werkstätte. Auf der 3 die Melanie Haller und der 4 die Stücke. Der Julian Görke. Ja, der Josef, der alte Haudig, auf zwei Bühnen mit seiner Aderheit. Von der 4 vor, auf die 1.
einmal gibt es ja die Fahrbahn zu. Und Rumpi. Das war noch nicht. Und die sind alle eng beieinander. Also da ist nichts entschieden. Das geht auch ganz hart her. Und jetzt wollt ihr es wissen, der Robert, jetzt ist er sauber außen an den Josef vorbei. Ah, jetzt hat es ihn leider dran. Aber alles gut, dann das Rennen geht weiter. Schauen wir, ob er weiter vorkommt. Rückwärts fahren. Und weiter geht's. Hopp, 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 hopp. Und so schnell hat sich das Blatt gewendet. Neuer Führer, Startnummer 207, Werner Böhler. Auf der 2 haben wir jetzt den Michael Wallner, auf der 3 an Josef Obernieder und gerade war er noch Erster und jetzt auf der 4 der Robert Heubel. Aufsehen wird. Also, wenn es so bleibt, auf dem schaut auf, dann wird die Startnummer 207, der Werner Böhler, hier den Sieg in diesem Punktelauf einfahren. Auf Platz 2 der Michael Wallner, auf der 3 der Josef Obernieder und auf der 4 haben wir den Robert Heubel. Alle drei nebeneinander einfahren. Stadion, ein Stadion, aber hier hat es jetzt der Mann. Das ist das Auto.
So, jetzt. Stefan Schönhofer.
Auf der 2 starten 5 Matthieu Schäfer. Und da ist er, der Markus und der Wolf Peter, wahre Spezialisten.
sagen, los geht's. Beschrieben haben in der Fahrerlauerkurve. Aber der Andreas hat trotz Bandwurzeln das Fahrzeug weiterhin auf der Bahn. Jetzt versuchen wir, dass er vielleicht den ersten Einschlag, dass er irgendwas verzogen hat. Aber er ist von der Fahrbahn, wir fahren weiter. Er ist im Grün, runter von der Fahrbahn. Somit keine Gefahr. Oh. Wir fahren jetzt einfach weiter. So. Oh, 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 oh. So, also der Bus jetzt hier kurz selber hin. Andreas, soll jetzt bitte vom Fahrzeug raus und in die Mitte des Spielfeldes. So, und was machen die zwei? Der Bastian und der Luca und der Jürgen. Genau. Bitte in die Mitte. Andreas, geh in die Mitte rein, danke. So, letzte Runde für Bastian und für Jürgen. So,
Wenn sie ja, die Stoßstangen nicht sagen, dann hat sie es gegen die Stoßstangen. So. Einer links, einer rechts. Passt. So, dann brauchen wir das Bergefahrzeug auf der Fahrbahn. Jetzt ist der Fritz aufgefahren auf Medi. Aber beide fahren weiter. Und somit führt der Willi das Feld weiter hinan. Und auf der 2 in die Rolle und auf der 3 der Fritz Biggerle. So, der Sechze ist da hinten auf Platz 2 und 3. Der Fritz und der Edi, da verliert der Edi einfach an Geschwindigkeit, Ausfahrt vor der Lauerkurve. Aber der Fritz kann es nicht mitnehmen. So, jetzt liegt jetzt ins Rechte, schauen wir mal. Auf der dritten Lage circa, wir haben einfach ein paar Meter davon, das reicht ja. Und jetzt geht's wieder los. Einfahrt Fahrerlagerkurve, der Fritz ist dran. Oh. So. Oh, jetzt ist er eingeschlagen, der Edi. Der Fritz, Entschuldigung. Aber er fährt weiter. Der eiskalte Hund. Und es geht für die drei auf die letzte Runde. Der Viertel Willi führt das Rennen an. Und der Fritz, der geht auf der 3 noch sich nicht geschlagen. Oder so schaut es jetzt noch früh aus. Wir schauen auf 2 und 3, was macht der Edi und der Fritz? So, da passiert jetzt auch nichts mehr. Dann kommen wir zum Zieleinlauf. Thank you.
So, dann kommen wir. Für die Geräuschkulisse hat es auch was auf die Ohren gegeben. Und jetzt kommt der Richard. So, jetzt haben wir das Feld komplett. Und
Josef Obermeier mit der Startnummer 9 geht da als Sieger des Starts hervor, hier mit seiner Einheit jetzt auf die Führung. Aber der Robert Heubel hier, Einfahrt, Ausfahrt, Fahrerlagerkurve, hat er ordentlich Meter wieder gut gemacht auf Josef. Und da hat er schon einkassiert. Einfahrt, Ausstadionkurve. So, der Robert Heubel geht jetzt auf die dritte Runde, gefolgt von Josef Obermeier und die Linie auf der Dreibahn-Runde. Und für Robert geht es jetzt in die letzte Runde. Jetzt ist der Robert vorbei. Auf der 2 haben wir Josef Obernieder. Und das wird komplett machen. Dann haben wir den Rücken. Auf! Und los geht's! Das ist jetzt, da muss man, man sieht es einfach, Stadionkurven. Da heißt es jetzt, wir treten ja
3 führt das Feld in die letzte Runde. Letzte Runde ihm auf Platz 2 dahinter die Startnummer 41, der Thomas Zahn. Und die Startnummer 333, die Stella Willig hier auf Platz 3 hier unterwegs. Es geht wieder los. Es ist rutschig und da kriegen wir jetzt einfach die ganze Erfahrung von den Mädels, die von da wirklich schon einige Jahre hier ist. Und weil die wissen, was da los ist. Das ist das Abruna Rennstecker, die mich hier das Feld anführt. Gefolgt von der Mädel Gehauer, Stadt auf der 3, die gute Schönhofer, aber wer die gute kennt, die Ute gibt da den einfach auf. Platz 3. Das lässt ihn auf sich sitzen. Ich werde jetzt schon mal versuchen, hier einiges am Meter gut zu machen. Aber so wie es ausschaut, haben wir hier Ausfahrt doch noch sehr, sehr nasse Stellen, sodass hier die Ute Platz 4 gefolgt von der Mann. Aber was macht die Sabrina? Auf der 1. Sie zieht sauer mit einem Stich hier ihre Rücken. Die jetzt noch mit so 40 Meter Abstand folgt. Da hat man es jetzt gesehen bei der Sabrina. Wir sind mit dem Lenkrad gefahren. Das ist richtig Arbeit hier im Auto, dass man hier rum die Runde durchkommt. Jetzt läuft es. Jetzt läuft es auf. Das macht mir gut. Und jetzt sieht es natürlich die Melanie im Rückspiegel. Aber hier im Fahrerlager, in der Fahrerlager, ist es nicht einfach Platz zu machen. Das ist einfach wirklich schwierig zu fahren. Aber jetzt zieht die Melanie vorbei. Auch hier die Überrundung. Gut gemeistert. Und jetzt läuft die Sabrina. So, wir machen das natürlich fertig. Wir haben noch Rennbetrieb, ganz ruhig. Gell? So, jetzt haben wir die Ute. Dann brauchen wir noch die Stefanie. Ja, die machen Platz da hinten für die Manuela, die muss ja die Runde noch weiterfahren. Die machen das schon richtig, die machen Platz. Genau, Manuela, komm mal vor. Und vorne noch den Meter. Gib Gas! Finale auf Klasse 1, 5 Fahrzeuge.
so. Alle schön in ihrer Spur. Jetzt gilt es hier aus der Stadionkurve rauszukommen. Der Roland zieht rüber. Der Kamera ist da. Der Gas runter. Jetzt schlägt der Roland ein. So, jetzt schauen wir, wie es da hinten weitergeht. So, wir fahren weiter. Es ist ja die Teilnehmer erklärt worden, wenn sie einen Defekt oder wenn es immer weitergeht, sollen sie von der Fahrbahn runter. Also auf der Strecke stehen bleiben, natürlich ist ein automatisches Gefühl. Natürlich. Aber solange das Ding sich noch bewegt, wird weitergefahren oder es geht ins Grün, um hier die Fahrt, den Lauf hier nicht zu gefährden. So, jetzt geh nach außen, Roland, damit die anderen vorbei können. Schön macht er das, super. Der Josef ist vorbei, jetzt kommt der Thomas. Geht hier gar nichts bei den Bedingungen jetzt auf der Fahrbahn. Da drückt es einen sofort weg. Da hast du keine Chance, das Fahrzeug hier auf der Bahn zu halten. Und der Josef Detterbeck führt das Feld in die letzte Runde. Jetzt habt ihr es gesehen auf Platz 2 der Thomas, hier Ausfahrtsstadion, Eisstadionkurven. Wenn es dir da fangen, wenn es immer Sandwege drin hat, dann machst du einen Hupser. So, der Josef jetzt auf dem Startziel, die letzte. Der Michael auf der 3 und der Timo auf der 4, während der Manfred hier das Feld durch die Fahrerlava-Kurve durchfährt und sich das erste Mal Richtung Startziel bewegt. Letzte Runde. Und so wie es ausschaut, ist der Werner mit Platz 2 noch nicht zufrieden. Jetzt soll der, macht der Hörig Meter gut an. So, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt geht es nämlich in die Fahrerlagerkurve rein. Und da hat schon so mancher den ersten Platz wieder hergemisst. Der Manfred innen rein. So, Jungs, bleibt fair zueinander. Oh, Werner, super abgefangen!
Also, so kann man das auch machen. Der Manfred auf seiner Linie bleiben, der Werner auch sauber auf seiner Linie bleiben. Da ist halt einfach der Dampf jetzt. So, alle vier ganz arm, dicht an dicht hier in Einfahrt vor Einsteigerkurven. Und der Sieger aus diesem Welt ist der Ludwig, der aus dem gestandenen Sieg. Aber jetzt greifen wir an. Das ist die tückigste Stelle von allem hier auf der Bahn. Und einmal durchgewichst das Ganze. Wir haben einen neuen Führenden, die Startnummer 23, den Corbinian Humburg. Auf der 2 ist 86, den Fabian Gruner. Auf der 3 den Ludwig Rausch. Und jetzt kommt von der 4 hin der Sebastian Kindl mit der Startnummer 127. Und das ist dann der Vorbildvorsa, der BC-Grund und Boden. Jetzt Einfahrt, Fahrerlagerkurve. Positionswechsel auf der 1 und 2. Hier hat der Fabian mit dem Corbinian Platz tauscht. Beide fahren hart, aber trotzdem fair zueinander. Hier wird sich nichts geschenkt. Ja. Während der Sebastian hier auf Platz 3 fortgefahren ist. Wiederholen, das ist eine der türkischen Stellen da raus. Das ist die Einfahrt, wo man mit so viel Überschuss reinkommt. Dann vom Speed hier runter und wir gehen auf die letzte Runde. Die führt der Fabian auf der 1 an, geführt von Cornelia. Dahinter der Sebastian und auf der 4 der Ludwig. Einen Fehler vom Fabio da vorne auf der 1 und schon ist er da, dann hat er, der legt sich zurecht. So, ist schon passiert, der Fehler war da und jetzt probiert er es auf der Außenbahn, aber jetzt wird der Dampf nicht reichen und vor der Finish, nicht ganz. Der Sebastian auf der 3 und jetzt haben wir einen Ludwig. Also da meint man, das ist eine sichere Bank, was jetzt passiert. Mit der Startnummer 39 und der Alexander Wieser ist im Grün. So, Abbruch, rote Flagge raus, Abbruch, wir brechen das jetzt ab. Das Fahrzeug ist auf der Fahrbahn, rote Flagge raus, genau. So. Das ist sehr schwierig für den nachfolgenden Anlauf. Finale Klasse 4. Die zwei schildern sich einfach nicht vor der Karte hinterher. Thank you.
mit gehörig Speed vorneweg auf Platz 2 der Mathieu Schäfer, gefolgt auf der 3 der Werner Zellner. Für den Stefan Schönhofer mit der 29, gefolgt von der 5, Mathieu Schäfer und der Aufpassung.
Fahrbahn. Äußerst verrührt. So, Abbruch, rote Flagge raus. Abbruch. Thank you.
Anbruch. Rote Flagge raus. Come.